Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. So, ich fange jetzt sofort mit Lesen an, weil wir unser Tagebuch ja gerade so wieder haben. Die Galerie Zeitgeist war abgefahren. Wieso will jemand so schüchternes wie ich für ihre Fotos berühmt sein? Schleimer interessieren mich nicht. Ich will nur mit tollen Künstlern rumhängen und von ihnen lernen. Es ist so cool, dass meine Arbeit in einer angesehenen Galerie ausgestellt wird und ich die Reaktion des Publikums erlebe. Aber ich mag das Rampenlicht nicht. Ein Berkeley-Reporter war auch anwesend. Ich wüsste gar nicht, was ich ihm sagen sollte. Oh ja, dieses Selfie repräsentiert meine Seele. Bevor ich so rede, zerreiße ich all meine Fotos. Es war nett, einen ruhigen Moment für mich zu haben, in dem meine Träume wahr werden, mich meine Albträ und nicht meine Albträume. Ich sah eine echte Vision meiner Zukunft und davon, wer ich sein will. Also stört es mich nicht, zurückzugehen und mein Wettbewerbsfoto zu vernichten. Der Sturm steuert nach wie vor auf Arcadia Bay zu, also ist Chloe weiterhin in Gefahr. Kein Preis ist es wert, sie erneut zu verlieren. Immerhin kann ich mein Bild für einen wichtigen Zweck einsetzen und wieder einmal in der Zeit die Zeit reparieren. Und wieder einmal in der Zeit reparieren, was ich ruiniert habe. Also tat ich es, eine weitere Zeitlinie auslöschend. Oder läuft die Realität ohne mich weiter? Verknote ich die Zeit nur? Meine größte Furcht ist das, ich nicht zurück kann, wenn es am nötigsten ist, oder dass ich mich an nichts erinnern kann. Mein Kopf wird platzen, wenn ich so weitermache. Nasenbluten ist ein schlechtes Zeichen, und doch bin ich hier, kann mein Foto zerreißen und David wegen Jefferson warnen. Das heißt bloß, ich fliege nicht nach San Francisco, noch nicht, und ich muss Chloe vor dem Sturm beschützen. Das mit den Nasenbluten, jetzt fällt es mir ein. War das nicht auch beim Butterfly-Effekt bei den Filmen? Ich glaube, der spielt mit Ashton Kutcher. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich wusste, es lief zu gut und ich habe es vermasselt, wie immer. Jefferson war sauer, dass ich mein Wettbewerbsfoto zerriss und flippte wegen meinem verschwendeten Talent aus. Der Mistkerl verbrannte mein Tagebuch, also konnte ich das Selfie nicht benutzen. Mein ganzer Plan war hin und ich konnte David nicht wegen Jefferson warnen. Und so landete ich wieder in der Dunkelkammer. Erstaunlicherweise war es David Madsen, der zu meiner Rettung eilte. Dank seiner privaten Überwachung war er fast schon Jeffersons Schatten und folgte ihm zur Scheune. Indem ich meine Kraft sinnvoll einsetzte, konnte ich ihm im Kampf gegen Jefferson helfen. Ich weiß jetzt, dass Warrens Foto vom Parkplatz der einzige Weg ist, Chloe zu retten. Ich hoffe, er ist okay in diesem Sturm. Ich sagte David nichts von Chloe. Ich konnte es nicht. Er hätte wohlmöglich Jefferson getötet. Zum ersten Mal seit meiner Vision sah ich, wie der Sturm sich in der Realität manifestierte. Der schneidende Wind des Tornados ließ alles verzweifelter wirken. Ich war so erleichtert, Warren zu erwischen, aber er sitzt mitsamt Foto im Two Wells Diner fest. Ja, das sieht nach einem Job für Supermax aus. Ich lieh mir Jeffersons Auto und entdeckte eine traurige Nachricht von Nathan. Er wollte mich warnen und nicht für Rachel verantwortlich gemacht werden, aber Jefferson vergab ihm nicht. Apokalypse, Arcadia Bay. Nie zuvor habe ich die rohe Gewalt der Natur zu spüren bekommen. Meine Stadt wird zerstört und ich bin wütend, dass ich meinen Visionen keine größere Beachtung geschenkt habe. Ich hätte so viele warnen und retten können, statt ihnen beim Sterben zuzusehen. Ich entschied, mein Schicksal zu erfüllen, egal was es sein mochte, und meine Kraft zum Guten einzusetzen und furchtlos zu sein. Keine Zeit für Furcht. Ich schaffte es gerade so in die Stadt und half, wo ich nur konnte, bis ich die Explosion des Diners durch ein Feuer verhindern musste. Wenigstens konnte ich etwas tun. Ich hätte fast geweint, als ich Joyce und Warren sah. Obwohl sie sich fürchteten, waren sie auch stark und halfen allen im Diner, inklusive Frank, der mich eindeutig hasst. Im Vergleich zu dem Wahnsinn dieser Woche war erst Chloe und dann Warren zu küssen gar nicht so seltsam. Beides Mal war es, als zeigten wir der Welt den Mittelfinger. Und wenn ich schon sterben musste, dann wollte ich die beiden Personen küssen, die ich mag. Hauptsache war, ich hatte Warrens Foto und würde eine letzte Chance haben, Chloe zu retten. Mir war mulmig beim Gedanken an das Chaos, das ich verursacht hatte, aber es gab kein Zurück. Oh, das mit dem Auto habe ich vergessen. I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. Actually worked. You're with me again.
Looks like even fate doesn't want us apart. And travel through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over. And I hope it was worth it, but I don't blame you for wanting me out of your life after all my drama. Come on. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. Nobody. You're Max fucking Caulfield, Time Warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously or something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. And it didn't happen until I moved back here. So, without you, my powers wouldn't even exist. And for whatever scientific, mystical reason that we'll obviously never figure out, we were meant to be together at this exact moment in history. I have to think that Rachel was somewhere behind the scenes, fighting for justice. I'd like to think that, too. We all owe Rachel Amber. Now tell me everything that happened. You remember, right? Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once, I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy, and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look! The storm is getting bigger now. It's coming closer. Ugh, I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Just stop beating yourself up, okay? We've both paid our dues already on it. God, look at that. Look at that monster. Who knows? This could be Rachel's revenge. Our revenge. The lighthouse is out of the way of the tornado. Come on! Chloe... I've got your back, Rex. Alfred Hitchcock famously called film little pieces of time. I'm back in class. Photography as he what the hell? These pieces of time can frame us in our glory. I have to listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer okay, who perfectly captured the human condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Everybody's gone now. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Oh, that's too creepy. I'm sorry, Kate. Not yet, you bastard. Oh no. Rachel didn't deserve any of this. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my darkroom. Your purity inspires me so much, and we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. Bitte?
Ich kann ja... I like to think of it as our dark realm. It's the only place I truly feel safe and protected from the storm. Of course, Max. I can capture you over and over. You can be my model for life and death. We are going to be so happy together in the dark. Just make sure you stay pure. I won't like it if you get dirty like Rachel or Chloe. This can't be real. I don't believe it. Hallo, unheimlich. Sie trauert um sich selbst. Das ist sehr interessant. Oh, da liegt ein toter Wal. Hey, Kate. Max. How could you let me jump off a roof? Bitte? You are the only person I trusted here. But you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead, you've stuck me in hell. Alone forever. Hast du selbst. No. Kate, I was only trying to save you. Selbstmörder kommen nicht in den Himmel. Soll ich mal in Kates Tür reingehen? Ich gehe in mein Zimmer. Okay, mein Zimmer war es auch nicht. Muss ich vielleicht die Karte doch mal angucken? Oh, jetzt wird's langsam scheiße. Wo muss ich denn jetzt hin? This hall never ends. I better find something. Give me back my keys, bitch. Ja, aber was? Da ist ein Schlüssel. 218. Okay, da liegt kein neuer Schlüssel. Rachel, she was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. So Rachel took my place. I'm glad she was there for you. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Jetzt haben wir hier voll den Irrgarten. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. That's Rachel. Gracie, why the fuck are you wearing my bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She boah. Has a great eye for images and for art. Plus, she's a smart ass. I wonder if Rachel has a room around here. Be one of the best friends forever.
224. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened. Jetzt bin ich Victoria. Alles klar. Now, why don't you go fuck yourself, baby? Okay, jetzt sind wir Max. Sei ich mir, war hieß es nicht, ob ihr Wetzen ausgaben sich? Wir müssen nicht, ob ich weiß noch, wie du wie nett, oder was? Chip, 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 Oh, das Reh. Unser Reh. Diese Stelle hasse ich. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Jefferson is coming after me again. You used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Please understand, please. Muss ich jetzt zurückgehen? Please understand. Was? Das sind zwei? The only place I can be myself is in the dark room. Hey, Max. Oh Mann. Selfie is in the dark room. Hä? After everything I did for you, and you accuse me of making our sweet, naive Kate Marsh cry. Art is supposed to make you cry. And you will. No. Max. Oh. Cry. So, hier verstecken. Warten, bis hier die Runde macht. What happened to your spark, Max? Genau. I thought I could be your professor for life. Warten, bis hier die Runde macht. I realize now you'll never be an artist, much less a photographer. Come here, Max. Class is dismissed. Naja, ich komm nicht. Ich hab keinen Bock auf dich heute. Good evening, Blackwell. This is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Wait, Max. Hello, Max. Max. Mensch. Ach, da steht eine Statue. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt wird Warren etwas unheimlich. Max, where are you? Oh Max! Wird voll unheimlich. Max, where are you? Max, come out to play. Oh, das hört's. Come out to play.
Friedhof der Kuscheltiere, ey. Wo das Kind mit dem Skalpell unterm Bett steckt. Hey, babe, who wants to go ape? Go ape, babe, babe. Und dann so sagt, Mami, komm, spiel mit mir. Ja, ja. Look at me. Max. Babe. Too bad you didn't become friends with the Tabanga. Hold on, wie soll ich denn da lang kommen? Too bad you didn't become friends with the Tabanga. You dig my wheels, Max? Miss Price can't just show up at Blackwell in a wheelchair and think we're going to accommodate her every whim. I wish I could press a button and blow this whole fucking song. Hey, Max. Please, admit come it, here. Max. You're just jealous so because I can beat me and Victoria you actually do the work. Hey! Hoo-holla. Stop! Hoo-holla. Stop! Hoo-holla. Max! Hoo-holla. But everything, and you... Max! Hoo-holla. Admit it, Max. Get your bony ass over here. I'm gonna cut you open, freak. Why are you looking at me like that? Oh, no. Bottles. This might be hell. Max. Oh God. Oh God. Max. Those were my fucking Max. I want to share my gift. Well, these ones aren't too hard to find. Wir können uns da hinsetzen und erstmal nachdenken. Wie geil ist das denn bitte? Max, sit down. You're taking a timeout no matter what. This is my nightmare. Let me have one sanctuary. Of course, this is where Chloe and Rachel used to hide from the world. But I can't hide for long. Whatever reality I'm in feels like a bad dream. Am I just not learning my lesson? Maybe your real lesson is to get out of this place. Just don't be afraid, Max. Let them be afraid of you. Now that I'm dead. If you took some of my drugs, maybe you'd be a lot happier. Ach, da ist noch eine Flasche. Oh, when did I get bad bottle karma? Now that Rachel's dead, it's time for you to die too. Was auch noch einer? Was there one more left? Do you want to say hello to Rachel? Letzte. Looks like there are still bottles to find. Oh, joy. Top of my shit list now, Max. Ernsthaft jetzt, ey. Eine noch. Wer kann die denn sein? Psst. Max. Gold, genius. Stop. Comedy. Get over here. Da. Now that Chloe, I want to share my gift with. Please let that be the last one. Das war auch die letzte. Er müsste sich ja jetzt gleich umdrehen. Genau, dann geht er wieder zurück. Nobody ever helped me, Max. Chloe, I blame you for this. I need proof that bottles were out to get me, just in case. Silhouetten. Snee.
Made in Taiwan. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am, when your mom is away. I'll let her know that. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! Aha! You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max want... Hey Max, grüße Chloe und Joyce von mir. Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen. What the fuck, ey. Wow, 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 was? Maxime, bleib gefälligst am Ball. Wie oft muss Chloe noch vor deinen Augen sterben? Vielleicht würdest du lieber, ach, ich weiß nicht, dein Leben leben? Finde meine Katzenbilder, mein Herz ist zerbrochen. Mache ein Selfie, Nutte, ja? Und uns gehen die Möglichkeiten aus. Auf zum Leuchtturm, Max. Warum willst du alle umbringen? Was hat die Welt dir getan, Beast? Wow. Joyce, Max, wir haben ein Video, wie du Chloe eine Überdosis verabreichst. Es gibt kein Entkommen, du kannst dich in keiner Realität verstecken, unterschätze mich nicht, verstanden? Samuel, guten Abend, junge Max, die Eichhörnchen reden mit mir, aber wie tust du es? Samuel hat kein Handy. Hä? Rachel, hey Max, Rachel Amber hier, ich wollte mich nur vorstellen, wir sehen uns bald, sehr bald. Pampa, du Schlampe, leg dich nicht mit Frank an oder mir, hast du ein Leckerli? Nathan, Max, dein Shooting mit Jefferson war der Hammer. Er hat dich total eingefangen. Wenn du willst, können wir zusammen kiffen. Ich kann's auch lassen. Dad! How long will this nightmare go on? I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. I guess she's not as innocent as she acts. Not when she's trying to hook up with both of us. I only want to go ape with you, Chloe. Come here. Nine! God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you... want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit! Look at Max spying on us! Take a fucking picture, bitch! Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max! No mosh pit for you, shaka bra! Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Nein! Obwohl, es heißt. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive? Life is so not fair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm.
Mein Hund dreht wieder am Rad, ey. I'll be so grateful if this is the last digicode. Ich weiß auch noch, wie das ging. Oh, ich habe keine Ahnung. Genau, jetzt haben wir hier die Nummern, aber es spiegelt sich nämlich nur eine. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Was habe ich jetzt gesagt? 0311. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life. I know life things in were bad between us, but that doesn't mean I deserve to die. You kissed me. Honey, now you're going to kill me. So this is how me. Max gets her revenge on. And now you're gonna take me away. Max, you saved my life. You kissed me. Gave me the chance to Why catch would you now do you're going this? To kill me. Breaker, breaker. Thanks for saving me and carrying the load, good buddy. Guess my That's husband a and new baby. Don't let the I wish we die. Had friends, Max. But please, don't let me I die like I thought you this. Were one of the few people I'm I could still trust a teenager. At Blackwell. Please, Max, don't kill I me thought. So we can finally have who, our tea session. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. This song fucking rules. Can't dance, this song fucking rules.
Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn it off. Turn it off. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. I don't feel so super. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. I double dare you. Kiss me now. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such... Oh, we could cruise everywhere in this bad boy! Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank! Rachel straight up lied to my face! Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she not until I see it first! You know the rules, Dad! Dude, I am so lucky that my father is cool. Not until I see it first! You know the rules, Dad! Dude, I am so lucky that my father is cool. Matt, it's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing. Chloe! You're back! I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria... Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Chloe... Rachel, why? I'm sorry. Come on, Max, we're almost there. Almost there. Please, wake up! Wake up! Max! Come on now! Don't worry! Don't worry! We'll be okay! Max! Max, can you hear me? Please say something! Chloe... I must have passed out. Oh, thank God! Don't you ever do that again, okay? I swear! But that nightmare was so real. It was so horrible.
This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max, this is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate. Chloe! Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real. And they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Ja, und nun sind wir da angelangt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich in dem alten Let's Play mich für das Ende entschieden habe, Chloe zu opfern, weil ich halt dachte, ja, mach es halt Max und so, die anderen Leute sind auch wichtig und Chloe kann damit nicht leben, mit dem ganzen Gewissen, diese Leute halt umgebracht zu haben oder dass die für sie gestorben sind und dass man ihr eigentliches Schicksal hinausgezögert hat und alles drum und dran. Ich werde jetzt aber bei diesem Ende egoistisch sein und meine beste Freundin, so wie ich es im wahren Leben tun würde, nicht opfern. Und wir werden gemeinsam ein Leben starten. Mit dem Geld, das wir geklaut haben. Und diesen Sturm überleben und viele Verluste haben. Max, it's time. Not anymore. Max, I'll always be with you. Forever.
Ich muss sagen, so, ich bin jetzt erstmal am Ende. Jetzt habe ich endlich mal das andere Ende gesehen und ich fand das schöner. Auf eine Art fand ich es schöner, weil sie haben gelächelt. Die haben beide am Ende gelächelt. Chloe nahm es ihr nicht übel und das Diner stand noch. Also muss es ja nicht unbedingt heißen, dass die, die in dem Diner waren, auf jeden Fall gestorben sind. Und David war ja zu Schluss in dem Bunker und die anderen, die wir alle gerettet haben, die könnten ja auch überlebt haben. Man weiß es ja nicht, ne? Man geht halt immer nur davon aus, dass es dann mit Opfern, dass dann alle tot sind. Aber es muss ja nicht sein. Ich fand es besser. Ich weiß ganz genau, ich wäre echt den Tränen nahe gewesen, wenn ich jetzt wieder das andere Ende genommen hätte. Und das wollte ich ja sowieso nicht tun. Das könnt ihr ja im alten Let's Play sehen. Das findet ihr auf meinem Kanal in dem Abschnitt doppelt wegen schlechter Qualität oder wegen zwei guten oder wegen zwei tollen Enden. Und da findet ihr dann das alte Let's Play. Da habe ich auch einige Entscheidungen anders getroffen als in diesem. Die Audioqualität ist halt nur nicht so gut wie jetzt in diesem hier. Und ich habe halt da das traurige Ende gewählt und Chloe geopfert. Und ich stelle mir das persönlich halt selber so hart vor, ne? Wenn das meine Freundin wäre. Und ich hätte jetzt genauso gehandelt wie jetzt. Ich hätte meine beste Freundin, nie geopfert und weiß ich nicht. Ich könnte das einfach nicht. Klingt vielleicht für einige egoistisch, aber naja, dann bin ich halt in den Sachen ein Egoist. So. Jetzt kommt ja der zweite Teil. Life is Strange Before the Storm heißt der. Und das sind drei Episoden. Und zwar geht es darum, um was passiert ist bevor Max wieder in Arcadia Bay aufgetaucht ist. Halt Chloe, ich glaube, da hat sie noch keine blauen Haare, wie sie da mit Rachel halt rumalbert und diese ganze Sache mit Rachel, das spielen wir halt. Ich finde es persönlich nicht schlecht, dass wir jetzt keine richtige Fortsetzung haben, weil die Geschichte ist ja auch irgendwo zu Ende. Vielleicht, ich meine jetzt auf jeden Fall mit der Zeitreise. Man könnte nur noch eine Geschichte, wie Chloe und Max ihr Leben aufgebaut haben, zusammen machen. Aber das war's. Also bei mir sind sie auf jeden Fall zusammen. Also auch in dem anderen Ende küssen die beiden sich zuletzt. Also gehe ich mal davon aus, dass sie halt lesbisch sind.
Ja, was noch? Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich werde es auf jeden Fall auch let's playen. Und, na, ich finde es auch mal interessant herauszufinden, man taucht mehr in den Charakter Chloe ein. Und man erfährt auch mal was über Rachel und alles drum und dran. Ich finde es gut. Die Synchronsprecherin, die jetzt in diesem Teil Chloe gesprochen hat, wird da nicht dabei sein. Ich glaube, die... der wollten sie nicht das bezahlen, was sie eigentlich haben wollte, und deswegen hat sie halt die Chloe halt in, spricht sie die Chloe in dem neuen Teil nicht. Ich habe mir mal ein Video angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, zu den beiden Stimmen, ich finde da jetzt keinen großen Unterschied, aber bei mir, mir persönlich fällt das bei der englischen Sprache sowieso nicht so auf, wenn, also die Stimmenunterschiede, die hören sich für mich meist immer gleich an. Ich glaube, in dem ganzen Life is Strange Spiel gab es sowieso nur, ich glaube, 5 Sprecher, die eigentlich alle gesprochen haben, nur ihre Stimmen etwas verstellt haben oder so. Ja, was noch? Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich daraus jetzt auch immer eine Stunde gemacht habe. Ich glaube, einige Folgen sind jetzt nicht eine Stunde geworden, sondern nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Das hat halt leider nicht anders gepasst, weil die Episoden halt dann zu Ende waren und ich wollte halt wirklich einen Abschluss machen und nicht halt, weiß ich nicht, Episode 4 endet und ich fange Episode 5 an und das alles in einem Video. Dann ist der Übergang halt ein bisschen blöd. Ich finde es scheiße, also ich finde es so doof. Aber wir gucken jetzt mal. Ob wir... Du hast dich entschieden. So, auf 74... Ach, mein Gott, so. Nächste, so. Jetzt können wir mal alle durchgehen. Das wollte ich nämlich noch mit euch machen. So. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das in dem anderen Teil aussieht. So. Also, wir haben uns hier... Du hast Nathan gemeldet. Das haben 65% gemacht. Du hast Victoria verspottet. Das haben nur 26% gemacht. Sehr interessant. Hat das wirklich viel Auswirkung? Keine Ahnung. Du hast eingegriffen und Kate geholfen. 84% haben das getan. Du bist herausgekommen, um einzugreifen. Nur 34% haben das gemacht. Dann, was gäbe, hätte es noch gegeben. Achso, man kann es ja mal so sehen. 65%, dann hättest du hast die Wahrheit verheimlicht. Dann wird wirklich getröstet. Das haben viele gemacht. Du hast ein Foto, das haben wenige gemacht. So, du hast die Schuld auf dich genommen, haben nur 28% gemacht. Du hast Chloe die Schuld gegeben, nur 1%. Das hat nur 1% gemacht. Du bist im Versteck geblieben, 37%. Und du bist herausgekommen, um einzugreifen, 34%. Das waren wir, ja. So. Dann haben wir Episode 2. Du hast Daniel dein Porträt zeichnen lassen. Das haben 42% nur gemacht. Ah, das ist ja interessant. Ihr könnt das ja selber sehen. Ich lese das andere jetzt nicht vor. Du hast Mrs. Grants Petition nicht unterschrieben. Das haben 56% gemacht. Wow. Also ich kann jetzt von den Sachen sagen, ich glaube, in dem alten Let's Play habe ich ihm die Wahrheit auch gesagt. Habe ich den Direktor Nathan auch gemeldet. Dann habe ich Victoria getröstet im alten Let's Play. In dem alten habe ich auch Kate geholfen und ich bin auch rausgekommen, um Chloe zur Seite zu stehen. So. Jetzt haben wir... du hast Alessa geholfen, haben 80% gemacht. Das habe ich im alten auch. Du hast die Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt. Das haben nur 44% gemacht. Das habe ich im alten Let's Play auch gemacht. Du hast eine Pflanze gegossen... 86% habe ich im alten auch. Du hast Dennis Test nicht angefasst. Habe ich nicht. 98% haben das getan. Nur 2%. Und das habe ich im alten. Im alten habe ich ihn angefasst. Oh Gott, dann gehöre ich zu den 2%. Du hast Victorias Foto neu angeordnet. Du hast Victorias Fotos nicht angerührt. Hä? Ach, weil wir zurückgespult haben, nicht wahr? Okay, und du hast auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. 20% nur. Du hast den Vogel gerettet. 42% haben das nur getan. Boah, wie grausam ist das denn? Du hast Chloe Schneekugel nicht zerbrochen. 81%. Du hast keine Spuren hinterlassen. 82%. Du hast Davids Akten gelesen. 63%. Gut. Dann die dritte. Du hast deine Pflanze gegossen, 71%. Du hast Alessa geholfen, 61%. Du hast den Link zu Kates Video weggewischt, 94%. Du warst nett zu Taylor, 47% nur. Du hast Verons Einladung angenommen, 77%. Du hast eine Nachricht geschrieben, 56%.
Du hast an den Gleisen rumhantiert 32%. Du wurdest zur Party des Vortex Clubs eingeladen, nur 51%. Du hast Warren geholfen, 45%. Den kann man auch nicht helfen, das ist ja geil. Du hast Mr. Jefferson von David erzählt, 78%. Dann haben wir die... Eins, zwei, drei, vier. Moment, das ist... Eins hatten wir. Ach, das gehörte noch zu eins. Oh mein Gott. Ach mein Gott, Leute, ich muss das nochmal. In der zweiten haben wir, du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. Du hast Kates Anruf nicht angenommen, das haben nur 19% getan. 33% haben ihr gesagt, sie soll zur Polizei gehen. Du hast versucht, Frank zu erschießen, 52%. Du konntest Kate nicht retten, 38%. Du hast Mr. Jefferson beschuldigt, nur 14%. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, Kasri. So, du hast das Geld gestohlen, 46%. Du hast Chloe geküsst, 78%. Du hast für David Partei ergriffen, nur 22%. Du hast Franks Hund vor Schaden bewahrt, 94%. Boah, die 6%. Deinetwegen wurde Franks Hund verletzt. Das sind ja Arschlöcher. Chloe hat Davids Waffe, 66%. Okay, Lisa, okay, 58%. Lisa ist eingegangen. Du hast Warren nicht bei seinem Test geholfen. 72%. Bei welchem Test? Du stehst auf der Gästeliste des Vortex Clubs. 60%. Du hast keinen Namen von der Gästeliste des Vortex Clubs gelöscht. 78%. Du hast die Nachricht des Polizisten vom Anrufbeantworter gelöscht. 41%. Du hast Alyssa geholfen. 65%. Du hast die Obdachlose gewarnt. 35%. Nur du hast in der Vergangenheit ein Foto geschossen. 52%. Du hast ein Zeichen am Kamin hinterlassen. 37%. So, 4 haben wir jetzt. So, jetzt sind wir wieder da. Du bist Chloes Bitte nachgekommen, 57%. Du hast Warren Nathan zusammenschlagen lassen, 40%. Chloe hat Frank verwundet, 22%. Nur 6% haben ihn getötet. Du hast Victoria nicht gewarnt, das haben nur 8% getan. Du hast den Blauhaar gerettet, 45%. Du hast das Vogelnest nicht angetastet, 93%. Ich weiß nicht, wo das war. Du bist auf andere Art an Davids Akten gekommen, 55%. Kate hat dir nicht geholfen, 41%. Du hast Daniel überzeugt, zur Vortex-Party zu gehen, 33%. Du hast keine Nachricht auf Warrens Tafel hinterlassen. Das konnte ich gar nicht auswählen, 80%. Du hast Nathans PIN nicht geknackt, 65%. Du hast Alyssa nicht geholfen, 23%. Ich weiß immer noch nicht, wo das war, aber also wann das war, aber egal. Polarized. Du hast dich entschieden, Acadia Bay zu opfern. 47%. Ja. Gut. Das war's. Okay, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.